Nun soll ja der Haupttext zweispaltig sein und das ist ganz einfach. Ich überfahre den gesamten Text einfach ab dem ersten Untertitel und wähle hier unter Layout Spalten 2 aus und automatisch wird er nun zweispaltig angezeigt. Der Zwischenraum hier ist jetzt etwas gar groß geraten, das kann man selbstverständlich noch anpassen. Wiederum über Spalten, weitere Spalten, da hast du viel mehr Optionen. Da kannst du den Abstand zwischen den Spalten auf 0,8 setzen. Wichtig ist, dass hier markiert ist gleiche Spaltenbreite, damit also die Spalten automatisch immer ausgeglichen werden. Und natürlich nur für den markierten Text. Immer noch ist dieser Spalt etwas gar grob und zwar deshalb, weil hier ja Flattersatz, also linksbündiger Satz eingestellt ist, verlangt wird aber Blocksatz. Das machen wir über Start Blocksatz und schon sieht es deutlich besser aus, allerdings immer noch nicht perfekt. Es hat zum Teil recht große Wortabstände, nämlich immer dann, wenn auf der nächsten Zeile ein sehr langes Wort vorkommt, das nicht getrennt ist. Deshalb wählen wir wiederum bei Layout die automatische Silbentrennung, also Silbentrennung automatisch. Und jetzt siehst du, ist diese Textverteilung viel gleichmäßiger. Natürlich ist es jetzt sehr unschön, dass die erste Spalte bis ganz nach unten reicht und die zweite so in der Mitte aufhört. Das habe ich bewusst so gemacht, um dir zu zeigen, wie du das wieder ausgleichen kannst, indem ich nämlich jetzt diese Zeile darunter auswähle und hier wiederum sage, das soll eine Spalte sein. So gleichen sich diese beiden Spalten automatisch aus. Und hier unten geht es wieder über die ganze Seite weiter. Was allerdings jetzt sehr unschön ist, dass der Titel ganz am Schluss der untersten Spalte ist. Das sollte man, wenn immer möglich, vermeiden. Ich verzichte jetzt aber darauf, hier eine Zeilenschaltung oder so etwas einzufügen, denn da kommt ja auch noch ein Bild hinein und das verschiebt dann das Ganze sowieso noch etwas.